Vermeide diese drei Fehler und du wirst ein erfolgreicher Investor. Welche drei Fehler das sind, das erfährst du jetzt in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Thomas Pollard und auf dem Kanal geht es darum, dich digital und finanzfit zu machen. Heute sprechen wir über die drei größten Fehler, die Investoren besonders am Anfang begehen, aber nicht immer nur. Es gibt auch viele Fortgeschrittene oder Profi-Investoren, die diese drei Fehler begehen. Das bekomme ich fast täglich hautnah in meinen 1:1-Coachings mit. Also sprechen wir über die Top 3 Fehler, die ich für dich mitgebracht habe. Fehler Nummer 1, und das ist, ich glaube, der Hauptfehler, dass Menschen sich übernehmen und Geld investieren, was sie nicht verlieren dürfen. Das bedeutet, sie haben zum Beispiel Verbindlichkeiten und brauchen das Geld normalerweise. Oder sie haben jetzt eine größere Reparatur, wenn du Hauseigentümer bist, das Dach geht kaputt oder die Zentralheizung fällt aus und du musst das teurer reparieren lassen. Du möchtest dir eine teure Reise leisten. Du möchtest dir ein neues Auto kaufen. Das sind alles Geld, was du dementsprechend benötigst. Und wenn dieses Geld in Investments drin sind, zum Beispiel in Bitcoin oder anderen Kryptowährungen, dann hast du ein ganz großes Problem. Deswegen, Fehler Nummer 1, investiere wirklich immer nur das Geld, welches du wirklich verlieren kannst. Also was wirklich auf der Seite ist und wo du sagst, normalerweise wäre das Geld auf ein Sparbuch und ich würde es normalerweise eh nicht die nächsten 10, 15 oder 20 Jahre anrühren. Also ist mir es völlig egal, wenn dieses Geld wirklich weg ist im schlimmsten Fall. Und gerade mit Kryptowährungen droht immer ein Totalverlust. Ist dieser Totalverlust wahrscheinlich? Ich glaube es nicht. Ich bin sehr bullisch in Sachen Kryptowährung, ganz besonders in Sachen Bitcoin. Aber auszuschließen, dass du dein gesamtes Kapital verlierst, ist es nicht zu 100%. Wer dir das verspricht, der lügt dich knallhart an. Deswegen investiere wirklich nur das Geld, welches du bereit bist, auch zu 100% komplett zu verlieren. Fehler Nummer 2 ist, du schaust nur den Preis eines Coins an. Und das tun leider 98% der Investoren. Sie schauen sich den Bitcoin-Preis an und kaufen deswegen. Sie schauen sich den XRP-Preis an, den Ripple-Preis und sehen, es ist ein paar Cent und denken, wow, das ist ja super. Das solltest du nicht tun. Das ist ein ganz großer Fehler. Sondern, Punkt 1, schau auf die Marktkapitalisierung. Ja, Bitcoin ist mit Abstand der größte Coin. Er hat das größte Kapital mit drin. Deswegen macht schon Sinn, eher in Bitcoin zu investieren, als in irgendeine kleine Kryptowährung. Nummer 2 ist, beschäftige dich mit dem Coin. Lerne viel über diesen Coin, in den du investieren willst oder in das Investment, in das du investieren willst. Das heißt, schau dir die Daten an. Schau dir an, wie ist aktuell der Preis und wie ist der Wert? Und schau immer auf den Wert, nicht auf den Preis. Bedeutet zum Beispiel, du hast jetzt eine Fraport-Aktie, das ist der Frankfurter Flughafen. Die war mal bei irgendwie über 100 Euro. Jetzt, aufgrund der Corona-Pandemie, ist sie auf teilweise 40 Euro abgesackt. Ist jetzt der Wert des Fraports nach unten gegangen? Nein, der Wert ist immer noch der gleiche, wie die Aktie bei 110 Dollar war. Aber letztendlich, weil jetzt kurzzeitig, vielleicht über 1, 2, 3 Jahre, weniger Menschen fliegen, macht der Fraport weniger Umsatz. Aber letztendlich ist er nicht weniger wert. Weil wenn die Pandemie vorbei ist und die Menschen wieder ganz normal fliegen und reisen können, dann wird die Auslastung des Flughafens genauso sein wie vorher und sie wird sogar noch anwachsen, weil die Menschen natürlich ein Bedürfnis haben. Sie wurden jetzt zurückgehalten und sie wollen dann erst recht fliegen, ja, weil sie wollen es einfach nachholen und deswegen wird die Auslastung dann kurz nach der Pandemie extrem ansteigen und dann wird auch die Aktie wieder hinkommen. Das heißt, du hast den Preis hier unten, der Wert des Flughafens ist aber hier oben. Und genauso musst du das bei anderen Investments auch gucken. Bewerte Bitcoin. Welchen Wert hat aktuell Bitcoin? Und ich glaube persönlich, er ist noch total unterbewertet. Auch wenn jetzt manche sagen würden, oh 50, 60.000 Dollar, hier muss der große Crash kommen. Ich glaube langfristig gedacht ist Bitcoin immer noch unterbewertet. Ich kann mir gut vorstellen, dass Bitcoin eine 500.000 oder auch 1 Million Dollar kosten kann. Und wenn wir jetzt bei 50, 60.000 Dollar sind, ist das immer noch der Wert hier unten
Nee, der Wert ist hier oben und der Preis ist da unten. Dementsprechend macht das wahrscheinlich Sinn. Andere Aktien, wie zum Beispiel Tesla, kann man sich jetzt drüber streiten, aber ich glaube, der Preis ist hier oben, der Wert ist hier. Weil vom Umsatz her, das, was Tesla umsetzt und die Autoverkäufe, wie viel sie verkaufen, ist deutlich geringer als zum Beispiel ein VW, ein BMW oder ein Daimler. Klar, sie haben natürlich die ganze Software dahinter, sie haben die ganze Batterieproduktion. Sie werden langfristig auf jeden Fall extrem exponentiell wachsen. Aber trotzdem, aktuell sehe ich den Preis hier oben und den Wert da. Das heißt, hier würde ich persönlich aufpassen. Das heißt, schau nicht immer nur auf den Preis eines Investments oder einer Kryptowährung, sondern schau dir auch den Wert an und schau dir die Marktkapitalisierung an. Nur weil ein Coin günstig ist oder teuer ist, heißt nicht, dass er grundsätzlich auch gut ist. Fehler Nummer 3, du hast Angst, etwas zu verpassen. Man nennt es auch FOMO. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Fehler. Da spielen natürlich die Emotionen des Menschen immer wieder mit. Und die meisten kaufen leider, wenn der Preis oben ist und verkaufen, wenn der Preis unten ist. Jetzt denkst du, das ist ja völlig Irrsinn. Warum macht man denn sowas? Aber letztendlich ist es doch so, wenn der Preis unten ist, dann gehen die Medien drauf, die Freunde, die schimpfen darüber. Ja, alle sagen, diese Aktie oder dieser Coin, das ist total der Shitcoin, der stirbt und pass auf, zieh unbedingt dein Kapital raus, damit du keinen Totalverlust erleidest. Und das tun auch die meisten. Sie gehen dann raus aus dem Coin, um nicht höheren Verlust zu machen und verkaufen dementsprechend auch mit hohen Verlusten, weil sie glauben, sie vermeiden dadurch Verluste. Und letztendlich, wann steigt die Mehrheit ein? Sie steigt ein, wenn die Medien über Bitcoin berichten, wenn die Zeit, also wenn die Freunde darüber berichten, dein Nachbar sagt dir, hey, ich habe jetzt in Bitcoin investiert und habe schon 10% gemacht innerhalb von wenigen Tagen, probier das doch auch mal aus. Das heißt, alle sprechen positiv über dieses Investment, aber meistens ist der Preis dann schon hier oben, ja, und nicht irgendwo hier unten. Das heißt, du steigst schon vielleicht nicht ganz am Höhepunkt ein, aber du steigst schon sehr, sehr hoch ein. Und dementsprechend ist deine Renditeerwartung nach oben nicht irgendwie viel. Und irgendwann stagniert das Ganze und dann korrigiert das Ganze. Du kannst dir das einfach mal 2017 bei Bitcoin angucken und schau dir einfach mal, wann sind die meisten Privatanleger denn in Bitcoin eingestiegen? Die meisten. Und das war vielleicht in dritten bis vierten Quartal. Und da war der Preis, du kannst dir das in einen Chart gerne angucken, schon relativ weit oben. Ja, und was ist dann passiert? Kurz vor Ende 2017, Anfang 2018 ging es dann steil nach unten und die Mehrheit hat Riesenverluste gemacht und die Mehrheit hat auch Bitcoins wirklich mit Riesenverlusten verkauft. Das heißt, hab niemals die Angst, etwas zu verpassen, sondern sei ein rationaler Investor, bewerte das Ganze gut und schau, wenn der Markt am Bluten ist, wie man so schön sagt. Also wenn alle über etwas, über ein Investment schimpfen, wenn sie über eine Aktie oder über eine Kryptowährung schimpfen und für tot erklären, ja, und es kann noch viel weiter untergehen, es ist eine Riesenkrise, dann solltest du Geld nehmen und rein investieren. Wenn alle jubeln und wenn alle sagen, hey, das Investment ist richtig cool und dein Freund und dein Nachbar und sogar Menschen, die gar keine Ahnung davon haben, die investieren auf einmal alle rein, so wie 2017 in Bitcoin, dann solltest du Kapital rausziehen, weil dann ist irgendwann die Hype-Phase vorbei und dann wird es das große Erwachen geben, nämlich die große Korrektur oder der große Crash, der steht dementsprechend kurz bevor. Also sei da wirklich ein schlauer Investor und hab niemals diese Angst, etwas zu verpassen. Das sind die drei größten Fehler, die ich immer wieder mitbekomme. Ich hoffe, du vermeidest sie, du machst sie nicht und dann steht dir einem langfristigen Vermögensaufbau und ein stattliches Vermögen nichts im Wege. Das verspreche ich dir, wenn du dementsprechend diese drei Fehler vermeidest. Hast du diese drei Fehler schon mal begangen oder sagst du, ich vermeide sie die ganze Zeit schon, mir waren sie schon bekannt? Schreib sie gerne mal unten in die Beschreibung rein. Wenn dir das Video gefallen hat, drücke auf Gefällt mir und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video, dein Thomas.